So, und damit herzlich willkommen hier zurück bei Ginevra. So, wir sind das letzte Mal ja gerade noch mit dem Leben aufgekommen, indem wir den Kampf mit diesen ja, Slimox und Hentai-Tentakeln und so überstanden haben, ne? Und ja, es herrscht nach wie vor Ressourcenknappheit bei uns im Inventar. Ja, ist dann wahrscheinlich auch bald gähnende Leere. Und wir können uns immer noch nichts Vernünftiges leisten, aber ich schaue gleich nochmal in die Stadt. Aber erstmal hören wir, was die Prinzessin Talia zu sagen hat. Lady Ginevra, schön euch wiederzusehen. Das Vergnügen ist anders. Ich habe diese komischen Tentakel vernichtet. Was wollt ihr nun wieder von mir, Schlange? Habt ihr eure Elfenfreundin gefunden? In der Tat. Dies ist der Gefreite Janus. Er war bei dem Trupp dabei, welcher mit Elaine zusammenreiste. Es ist furchtbar. Einfach furchtbar. Jetzt reißt euch zusammen, Verschlappen. Was ist denn passiert? Elaine, die Zornklingen haben sie und meine Kameraden in die Mondlichtgrotte geschnappt. Wir hatten keine Chance gegen sie. Sie trugen ein Banner in Violett bei sich mit einem Auge im Zentrum. Ein Auge im Zentrum? Das ist das Banner des Ikraionischen Reiches. Eure Schwester Giselle hat die Zornklingen unter ihre Gewalt gebracht. Verdammt, Kiseria, was hast du nur getan? Meine Schwester ist an all dem schuld, dass wir Nishi so einen schlechten Ruf haben. Und all dies nur, weil unsere Vorfahren vor Jahrhunderten zu machtgierig waren. Wovon sprecht ihr, Schlange? Hört auf, in Rätseln zu sprechen. Hey, ist jetzt mal gut mit dem Holz, das gibt's doch gar nicht. Und könnte man hier mal diese Holzsoße wegschaffen? So etwas geht mir gegen den Strich. Janus, geh bitte zurück nach Luna und erstatte dort über die Vorkommnisse Bericht. Bist du taub, Elf? Los, beweg dich. Nee, ich bin doch mit Wein beschäftigt, tut mir leid. So etwas ist der Stolz des hiesigen Militärs. Ein Haufen von Jammerlappen würde eher passen. Und ihr, Schlange, erzählt mir jetzt etwas über diese Schwester und diese Verderbnis des Volkes. Ich bin es leid im Dunkeln, so tapp wie eine Blinde. Lady Ginevra, ihr müsst wissen, dass die Azurmarschen nicht immer das waren, was sie sind. Vor mehreren hundert Jahren war dieses Land bekannt als die Larschen Westfelder. Es war ein großes Gebiet voller Landwirtschaft und fruchtbarem Boden. Bewohnt wurde es von Menschen und den damaligen Waldelfen. Eines Nachts gab es in der Atmosphäre einen Knall und ein Himmelskörper schlug hier ein. Dieser Himmelskörper wurde der Name Ykarus gegeben. Ein bläulicher Meteorit, dessen Bruchstücke tief in der Erde verstreut wurden. Ykarus strahlte eine gewaltige Macht aus und begann dieses Land zu verändern. Durch seine Strahlung entstanden auch die gewaltigen Pilzartigen, welche ihr hier antrefft. Die Sporen der Pilze fingen an, die Sonne zu verdunkeln und das Land zu verändern. Dies ist auch ein Grund, wieso hier rund um die Uhr regnet und nie gestoppt hat seit Jahrzehnten. Ah ja, und weiter. Die Menschen flohen zurück in ihr Reich, so dass die Waldelfen alleine das Land bewohnten. Die Menschen spürten wohl eine eigenartige Präsenz in diesem Meteoriten, was auch immer. Durch das fehlende Sonnenlicht und den Wechsel der Umgebung verwandelten sich die Waldelfen. Ihre Haare passten sich dem Blauton an, ihre Haut wurde blasser, sie wurden zu den Blauelfen. Und durch die hohe Wassermenge wurden aus den Ilarischen Westfeldern allmählich die Azurmarschen. Also ist dieser Meteorit schuld, dass ihr euch in diese Schlangenwesen verwandelt habt? Zum Teil ja. Einige Blauelfen wurden in den Wahnsinn getrieben von der Macht von Ykarus. Sie begannen trotz der Warnungen, ihn ruhen zu lassen, ihn zu studieren und Bruchstücke abzubauen. Hydria, die Wächterin des Pylones der Gezeiten, tolerierte diese Farce nicht länger. Sie bestrafte die abtrünnigen Elfen mit der Verbannung auf den Meeresboden. Und somit verwandelte sie diese in die Nishi, eine Mischung aus Elfen und Schlange. Dies ist die Strafe für den Verrat an der Magie der Gezeiten. Der Zorn Hydrias traf meine Vorfahren. Und so ruhten wir nun tief auf dem Meeresgrund und erschufen unser eigenes Reich. Azuris, das Juwel des Meeres. Eine wunderschöne Unterwasserwelt, regiert von uns Nishi, angeführt von Königin Shania. Unserer Mutter. Nach ihrem plötzlichen Tod sollte eine von uns Schwestern den Thron besteigen.
Ich als Älteste von uns hätte den Freund gehabt auf das Erbe, doch wollte ich freiwillig verzichten. Kysseria hingegen hatte etwas ganz anderes im Schilde geführt. Kysseria hatte die Absicht, zurück an die Oberfläche zu gehen und die Azurmarschen zu erobern. Sie trachtete unbedingt nach der Macht von Ikarus und war regelrecht besessen von diesen Meteoriten. Ah ja, die böse, böse Schwester. Dann sind wir ja schon zwei, die danach trachten, ihre Schwester aufzuhalten. Das Schlimmste ist einfach, dass sie durch Lady Giselle massive Rückendeckung erhalten hat. Wo sich Kysseria momentan aufhält, weiß ich nicht. Aber in meiner Verzweiflung wandte ich mich an die Abgesandte der Marschen, an Elaine. Durch die Blauelfen und durch die Menschen bekommen wir nun allmählich Unterstützung. Und wo befindet sich dieser Meteorit nun genau? Um weiter zum Ilarischen Durchbruch zu gelangen, müssen wir die Mondlichtgrotte durchqueren. Doch die Zornklinge sitzen uns im Nacken und besetzen die Dekristallmoors im Osten. Dort tief in einer Höhle befinden sich die Überreste von Ikarus. Die Zornklingen dürfen diese nicht erhalten und wir müssen ihnen Einhalt gebieten. Außerdem brauchen wir Anhaltspunkte über die Pläne meiner Schwester. Könntet ihr diese Aufgabe übernehmen, Lady Ginevra? Ja, wer denn sonst? Ihr habt bewiesen, dass ihr eine mächtige Unterstützung für uns seid. Ich werde es immer wieder sagen. Ihr helft mir? Nicht ich euch, verstanden? Natürlich. Geht in den östlichen Kristallmoras und erbeutet dort von einem der Zornklingen Zugangsschlüssel. Sucht in den Höhlen nach Anhaltspunkten für die Pläne Kysserias und den Verbleib von Elaine. Das bekomme ich schon hin, keine Panik. So, 20 XP, 20 Gold. Ich will endlich mal mehr Gold, jemand soll das. Gebt mir am besten direkt euer ganzes Vermögen. Wenn ihr eure Aufgabe Kristallmoras erledigt habt, trefft mich wieder hier, Lady Ginevra. Kann ich euch irgendwie unterstützen, wollen? Gib mir alles und am besten umsonst. Ja, normale Heiltränke sollten erstmal ausreichen. Wow, aber ich sollte auch eine Rüstung kaufen, verdammt nochmal. Verkaufen. Ja, genau, erstmal den ganzen Plunder hier. Den braucht doch kein Mensch. Nee. Achso, genau, schon, das kann ich auch noch verkaufen. Ha! Dann werde ich aber nicht hier kaufen, sondern in der Stadt. So, aber ja, interessante Story auf jeden Fall, ne, dass ja, dass sie zu Menschen geworden sind, im Prinzip durch diesen Meteoriteneinschlag damals. Und was lernen wir daraus, liebe Kinder? Richtig, wenn sich Menschen zu lange an einem Meteoriten aufhalten, der irgendwo auf der Erde einschlug, dann verwandelt sich ihr Kopf zu Schlangenmensch. So, aber erstmal werde ich auf jeden Fall in der Stadt Ausrüstung kaufen, weil die brauchen wir ganz dringend. Die kann ich mir zum Glück auch leisten, zumindest wieder einen weiteren Teil. Genau, da war's. Ich hoffe, es ist immer noch die Heilquelle, ehrlich gesagt. Ich meine, jetzt bin ich voll geheilt, aber trotzdem, das kann sich wieder ganz schnell ändern. So, genau, der Mantel. Plus 20, das ist sehr gut, aber wie gesagt, ich nehme den hier. So. Ja, und dann, danach nehme ich nur noch den Handschutz der Untiefen danach. So, Ausrüstung. So werde ich mir nach und nach immer etwas mehr leisten können und immer etwas besser werden. Und dadurch auch etwas bessere Chancen gegen die Gegner haben. Bis jetzt geht's ja noch, ne? Also. Ja, aber trotzdem finde ich das tatsächlich angenehmer. Ja. Wie gesagt, da an der Einstellung eine Heilquelle zu haben, ne? Weil. Für manche könnte es schon so oder so schwer genug werden. Ich meine, ich bin sowieso so ein Typ, der mag es schwer und fordernd, aber sowas mag eben nicht jeder und deswegen würde ich trotzdem da eine Heilquelle einbauen hier, ne? An dem Ort. Weil. Ja. Damit eben auch ja, Leute, um die es nicht so gut steht, was Ressourcen angeht, da ja, und die, beziehungsweise die es auch nicht so schwer mögen, dass sie da immer noch Chance haben, da vernünftig weiterzukommen. Abgeschlossen. Beziehungsweise hätte ja sein können, dass da jemand noch weniger mit Geld umgehen kann als ich und der wäre dann vielleicht ja ganz aufgeschmissen. Okay, ihr wollt alle nicht mit mir reden. Nee, aber schon an sich so schick die ganzen Maps auch so hier mit den ganzen Flaggen und so.
keine Prinzessin, gab es ja noch ein bisschen Background-Story gerade, was es mit diesem Ort auf sich hat. Warte mal, was soll ich jetzt noch machen? Schon wieder nicht zugehört. Ist ja wieder vergessen. Find dann das Punkt, wo die Pendel ist. Verbleibt 0 von 1 Zugangsschlüssel erbeutet, 0 von 10 Zornklinge getötet, 0 von 3 Pläne der Zorn erbeutet, 0 von 1 Alliance Verbleib erfahren. Oh, das wird ein bisschen komplizierter, wie es aussieht. Sehen wir uns am besten noch erst einmal hier um. Hilfe, ich wollte mich weg. Stellt euch nicht im Weg der Zornklinge. Nee. Seid ihr denn zu dritt? Warum macht ihr so ekelhaft viel Schaden? Wie ist er damit? Ist hier unbedingt. Oh ne, da könnt ihr sich auch noch. Oh nein. Ey, also wenn das so weitergeht, dann. Dann cheat ich mir hier wieder ein Molotov-Cocktail bei. Das sage ich euch. So, erstmal versuchen wir es natürlich auf natürlichem Wege. Ach so, meine Gott. Die geht ja sogar recht gut da. Vorsicht. Oh, das war aber sehr unbefriedigend, die Heilung. Na, immerhin ist die Heilung schon mal weg. Mag es ja nicht, mag es ja nicht. Ich glaube, ich muss mir doch gleich was kaufen. Kann so nicht weitergehen. Nee, nee, ich muss mir Tränke kaufen. Das, nee, nee, das bringt nichts. Selbst wenn ich jetzt hier voll geheilt in den Kampf reingehe, das reicht auch schon nicht mehr aus. Ach geil, geil. Ich kann mir ja noch nicht mal das leisten. Ja, ich kann mir da nur zwei kaufen. Okay, ja, mehr können wir leider wohl erstmal nicht machen. Versuche ich am besten erstmal die eine in der Mitte wegzubekommen. Ja, aber das mit den Pilzen hier und so, das ist schon eigentlich. Ja. Sieht schon ganz hübsch aus soweit. Komm, dann machen wir erstmal den Toadsplitz. Okay, sehr gut. Auch sehr gut. Jetzt sollte ich. Komm, mach ich mal das. Okay, das passt. Schlüssel Kristallmast. Komm, der Erfolg muss direkt gespeichert werden. Kiste. Oh, warum denn nur drei? Das ist so unbefriedigend, Mensch. Oh, scheiße. Ja, ich weiß, ich muss sowieso gegen die alle kämpfen, aber ich würde mich umsehen, solange ich kann. Und je mehr ich hier rumlaufe, desto mehr heile ich mich. Oh, oh, oh. Mist. Wenn das mal gut geht. Oh nein, es geht nicht gut. Oh, hä? Das ist gerade irgendwie komisch. So, jetzt. Warum kann ich mich denn nicht beheilen? Ach ja, stimmt, da war ja was mit der Heilsuchung. Ja, ich habe ja noch Gegenstände, Gott sei Dank. Noch. Oh oh. Sind wir noch da? Oh oh. Nein! Ich
versuche gleich mich mal außerhalb der Kämpfe zu heilen. Oh nein. Okay. Gut. Dann. So, die Hirschkeule. Gegenstände. Schau ich mir jetzt mal weiter um. Okay, da geht's auf jeden Fall nicht weiter. Da geht's aber noch irgendwo rein. Ich glaube, ich speichere hier auf wie. Oh, toll. Aber ich schau mal, wie es mit den Items aussieht, was ich schon so habe. Okay, Zugangsschlüssel, 2 von 2 Zornklingen, 0 von 3 Pläne der Zorn. Ja, das ist natürlich, das ist jetzt natürlich schwierig, ne? Ich weiß jetzt nicht, wer was hat, wer welches Item hat. Ich glaube, die spawnen auch alle neu, kann das sein? Günstig natürlich alles momentan. Ja, dann müssen wir ja im Prinzip gegen all die kämpfen, ne? Ich meine, was wollen wir denn sonst machen? Was wir eventuell auch noch versuchen könnten. Nachher noch dieses eine Minispiel oder so zu machen. Ich versuche hier immer weiterzukommen. Nein! Ja! Oh, nicht im Ernst. Blöde Schlange, du. Alle unberechenbar hier. Nee. Aber momentan bin ich tatsächlich ein kleines bisschen befragt. Ja, ich weiß halt nicht, ob das richtig ist, wenn man jetzt gegen alle kämpfen soll und dann irgendwann, ja, da weiterkommen kann. Aber ich guck mal, ob ich jetzt... Nee, ich kann ich aber noch nicht durch. Wie viel Gold haben wir? 18. Komm, ich versuche mal dieses eine Minispiel zu machen in der Stadt. Vielleicht kommen wir dann irgendwie so an Geld und an einen guten Preis und können wir uns dann eine Rüstung leisten, weil... So macht das tatsächlich relativ wenig Sinn. Ja, aber ich finde, hier fehlt definitiv eine Heilquelle. Ich glaube, mit Heilquelle sieht das Ganze schon wirklich einiges besser aus dann. Weil das ist dann so schon jetzt an der Stelle schwierig genug, würde ich sagen. Aber wie gesagt, das Minispiel, da werde ich noch gerne ausprobieren. Nochmal. Herzlich willkommen bei Nanas und Lunas Spielhalle. Ihr könnt ihr Spielkugeln jetzt spielen. 10 Gold, ja. Gut. Gute Entscheidung hier entlang, Dämonen. Da bin ich mal gespannt. Okay. Geht das cooles Minispiel? So, einsammeln und versuchen nicht getroffen zu werden. Aua. Ich glaube, bis zu dreimal darf man ja getroffen werden. Warum seid ihr jetzt zu dritt? Was soll das? Ah! Oh Gott! Oh Gott!
So, okay, hier ist es langsam nervenkitzelig. Nein, warum seid ihr da dreimal hintereinander? Ah, halt, ihr habt genug Schaden erlitten. Ihr wart nicht erfolgreich, weil ihr einfach nur scheiße seid. Nee, das versuchen wir natürlich nochmal. Problem ist natürlich nur, dass ich jetzt nochmal neu laden muss, ne? Aber das kann man ja zum Glück. Würde ich ehrlich gesagt auch so oder so immer machen. Egal, ob man sich das leisten kann oder nicht. Ist ja einfach cleverer einfach, ne? Achso, genau, ich sollte vielleicht mal kurz die Regeln lesen. Vielleicht muss man eine bestimmte Anzahl einsammeln. Die Lichtkugel 1. Dies ist in drei Runden unterteilt mit je ansteigendem Schwierigkeitsgrad. Von den Seiten bewegen sich was am Ende. Ja. Ja. Ach, 60. Wow. Okay, man muss also tatsächlich 60 Kugeln sammeln. Ja. Aber das ist ein gutes Mini-Spiel auf jeden Fall. Oder auch technisch, ja, ziemlich solide umgesetzt, ne, würde ich sagen. Also es läuft sauber. Solange es zu zweit sind, geht's ja noch. Aber wenn sie dann zu dritt wären, ja, dann ist schon ein bisschen problematisch. Das war knapp. Genau wie das. Nein, einmal abwarten. Ja, das Problem ist, man muss sie auch in einer bestimmten Zeit einsammeln. Man kann sich ja jetzt nicht viel weiß, wie viel Zeit lassen. Ne? Das ist das Problem. Nein! Ah! Oh Gott. Okay, das ist aber schon eine ziemliche Herausforderung hier. Ich muss das einfach schaffen. Ich muss. Es ist meine Bestimmung, das in dem Spiel zu schaffen. Oh, oh Gott. Oh. So, wie lange noch? Ich dachte, ich habe schon alle. Nein! Oh nein, bitte, bitte seid jetzt nicht zu viert noch. Okay, dann, das ist schon richtig cool. Und vor allem fordern, ja, also das ist schon. Das ist nicht gut, ne? Oh nein. Oh. Naja, sei es drum. Ich habe es wenigstens mal ausprobiert. Irgendwann schaffe ich das ja vielleicht noch. Aber das ist das ist wirklich ein cooles Minispiel auf jeden Fall. Ich komme wieder, keine Frage. Nee, aber ich muss gestehen, ja, ich weiß jetzt leider wirklich nicht, ja, wie ich da an der einen Stelle weiterkommen soll. Beziehungsweise, ja klar, ich könnte schon da jetzt nach und nach alle Gegner besiegen und so, aber ich muss gestehen, ich werde hier Demo dann wahrscheinlich erstmal an der Stelle soweit ruhen lassen, bis dann vielleicht eine neue Version da ist. Und ich würde tatsächlich nämlich dringend raten, in der neuen Version dann zumindest die Heilquelle da einzubauen, weil ich glaube, damit ist dann, ja, dadurch wäre dann schon vieles entschärft, ne? Also hier da bei den am besten da am Ort quasi, wo auch die Spinnen und so waren, ne? Also ja, jetzt natürlich nicht in diesem Spinnennest selbst, sondern da eben auf der Map, wo auch die Spinnen und so waren, wo am Anfang quasi die diese Schlangenprinzessin war. Ja, weil dadurch, wie gesagt, wäre dann schon vieles entschärft und so. Ja, ne, man merkt ja schon, es wird ein bisschen problematisch, und wenn die Ressourcen so langsam sicher sehr knapp werden, dann wird das schon fast unmöglich, dann noch irgendwie weiterzukommen. Und wie gesagt, ich wollte mir eigentlich die Items da erstmal aufsparen und gucken, ob ich die vielleicht eventuell für irgendwelche Nebenquests gebrauchen könnte. Ja, was ich jetzt natürlich nicht wissen konnte, dass die dann einfach alle aus meinem Inventar entfernt wurden, ne, diese ganzen Sachen. Und damit hätte ich natürlich auch nochmal ein bisschen Geld machen können. Natürlich ein bisschen blöd. Dann würde ich das, glaube ich, tatsächlich so machen. Ja, dass direkt dem Spieler bewusst gemacht werden kann, dass der Plunder definitiv verkauft werden kann. Weil, wie gesagt, ich hatte noch so die Vermutung, man könnte es eventuell für Nebenquests brauchen. Deswegen habe ich mir die aufgespart. Ja, aber wie gesagt, eine Heilquelle würde ich da definitiv noch einbauen. Ja, und ansonsten, ja,
Da ich jetzt die Demo zumindest vorerst erstmal ruhen lasse, will ich ja dann schon mal ein kleines Feedback geben, quasi so ein Fazit. Ja, also was mir schon mal recht gut gefällt, ist die Story. Am Anfang habe ich mir gedacht, ja, okay, man spielt halt eine Dämonin und so, macht da so verschiedene Aufgaben, aber dann, spätestens seit dem Verrat von dem anderen Verbündeten, hat die Story ja schon richtig, sag ich mal, an Fahrt aufgenommen, ne? Gibt ja schon so einige interessante Sachen bisher. Jo, Mapping habe ich jetzt auch nichts zu meckern, sieht alles soweit sehr schick aus, finde ich. Musik und Sound, wie gesagt, die Musik selber, die finde ich auch sehr schön und passend immer zu den ganzen Maps, aber ich finde an einigen Stellen, vor allem in den Kämpfen, da ist die Musik so verhältnismäßig so ja, um einiges lauter, ne? Das will ich da auch nochmal von der Soundstärke noch ein bisschen runterpegeln. Ansonsten passt da, glaube ich, soweit alles. Das, ja, und wie gesagt, Hauptpunkt Balancing, beziehungsweise auch Gameplay. ja, wie gesagt, so Balancing Gameplay. Sag mal, man hat ja gemerkt, ne, dass das Balancing jetzt vielleicht ja auch nicht hundertprozentig stimmt. Ja, es hat sehr leicht angefangen und wurde dann immer etwas schwerer. Ja, aber wie gesagt, bei den Azurmaschen hat auf jeden Fall eine Heilquelle gefehlt. Also die muss da unbedingt noch eingebaut werden. Weil wenn die da ist, dann, ja, wie gesagt, habe ich schon gesagt, dann wird das mit Sicherheit einiges entschärfen. Auch, ja, Leute, die jetzt vielleicht da in dem Gebiet nicht von Anfang an optimal ausgerüstet sind, haben dann da noch eine Chance auf jeden Fall irgendwie, ne, von halbwegs vernünftig weiterzukommen. Ja, und allgemein noch das Balancing, ja, ich find's halt auch so ein bisschen blöd, dass man vielleicht so nach jeder Aufgabe ja quasi immer dieselbe Anzahl an Gold und Erfahrung bekommt, ne? Zum Beispiel gibt es für richtig, sag ich mal, lange und, sag mal, relativ anspruchsvolle Quest 20 XP und 20 Gold, aber genau das gab es auch zum Beispiel schon im allerersten Level, ne? Das ja sehr leicht war, oder sogar nur für Quests, wo man einfach nur irgendwo hingehen muss, ne? Und das war's. Ja, das würde ich dann wirklich immer so angemessen machen. Und ich würde auch ehrlich gesagt mit jedem weiteren steigenden Level auch ein bisschen großzügiger werden mit der Erfahrung und dem Gold, dass man dann das Belohnung bekommt, ne? Also nicht immer den gleichen Betrag, sondern dass das auch tatsächlich so, ja, sag ich mal, gerechtfertigt ist, ne? Dass man auch als Spieler das Gefühl hat, angemessen belohnt zu werden, dass man nach einer wirklich, sagen wir mal, relativ langen und anspruchsvollen Quest auch insgesamt auch nochmal viel Erfahrung bekommt und viel Gold, ne? Als jetzt für so, sag ich mal, sehr simple Quest. Und so, das wäre halt noch die Sache zu Balancing. Ja, Gameplay allgemein. Ich sag mal, das ganze Spiel ist ja im Prinzip so in Level aufgebaut, ne? Man muss, sag ich mal, ja, hier und da zum Beispiel was ja, verbrennen vielleicht, einen Kokon zerstören, ja, und gewisse Gegner besiegen. Die Gegner werden insgesamt immer stärker, aber das soll ja auch so sein. Und ja, meistens kommt auch so immer mehr dazu. Aber ich finde es gut, dass es dann nicht wirklich immer exakt das gleiche ist, sondern jetzt zum Beispiel, gerade in Azumasha hatten wir das jetzt zum Beispiel so, dass wir da Schleier besiegen mussten und dann daraus mussten wir dann sozusagen noch so diese Wasserfragmente erstellen und damit konnten wir dann diese Tentakel wirklich besiegen, ne? Also da, das variiert schon immer, da ist jetzt nicht wirklich immer das gleiche. Das hier mit dem Minispiel finde ich sehr gut. Erstens, dass das überhaupt eingebaut wurde und das Minispiel an sich ist ja auch ziemlich ja, spaßig, ne? Und vor allem auch nicht so einfach, aber das war ja auch dann ein bisschen langweilig, wenn es so einfach wäre. Also es ist schon ein guter Schwierigkeitsgrad. Und ja, das ist auf jeden Fall eine sehr gute Sache. Ansonsten, ich sag mal, ja, überhaupt, dass es so allgemein so ein Level aufgebaut ist, ne? Und dass man da, ja, ja, quasi immer eine Quest bekommt, wo eben steht, dass man diese Gegner, beziehungsweise so und so viele Gegner töten soll und so viele Sachen zerstören soll, beziehungsweise so und so viele Items holen soll. Das ist ja mehr oder weniger, sag ich mal, das gleiche, aber wie gesagt, ich hab's
ja schon betont, dass es da zumindest immer so innerhalb der Level nicht exakt das gleiche ist, dass es da zumindest so ein bisschen variiert. Oder ich sag mal, dass so ein Spiel in Leveln aufgebaut ist und ja gut, das ist natürlich vielleicht auch ein bisschen Geschmackssache, ne, sowas. Aber okay, kann man mal machen. Ja, ich würde ehrlich gesagt das mit dem Questlog auch noch ändern. Eventuell. Ich glaube, bei dem Spiel ist es jetzt tatsächlich nicht so schlimm, dass man das mit dem Questlog jetzt so gelöst hat. Aber ich sag mal, angenehmer wäre es natürlich schon, ne, wenn der auch, wenn das auch direkt so in der Menüleiste ist, dieses Questlog, und nicht, dass man da quasi erst immer über das Item-Inventar daran kommt. Aber wenn man das schon so beibehält, dann würde ich das ja natürlich noch fixen, ne? Weil an einigen Stellen, da stand ja dann gar nichts im Questlog. Das sollte auf jeden Fall noch gefixt werden dann. Und, ja. Und wie gesagt, der Hauptkritikpunkt, ne, habe ich ja schon gesagt, das ist ja jetzt quasi da in den Azuhöhlen, weil da ist nirgendwo eine Heilquelle, wo man jetzt mal eben hinkommt und sich kostenlos heilen könnte. Ja, und jetzt bei der letzten aktuellen Quest, da bin ich zumindest ein kleines bisschen aufgeschmissen, weil ich habe da außer Gegner nichts gesehen, ne? Also was ich da machen könnte. Und jetzt vermute ich tatsächlich, ich muss jeden einzelnen Gegner herausfordern. Problem dabei ist, dass ich dann überhaupt nicht weiß, jetzt gegen wen ich schon gekämpft habe und wen nicht, ne? Und dann, ich vermute jetzt mal von diesen Schlangkriegern, also von diesen Zornklingen, ja, hat jeder jeweils wahrscheinlich ein Item, was ich brauche. Und wie gesagt, da ich dann jetzt nicht weiß, gegen wen ich schon gekämpft habe und die immer wieder neue respawnen, dann kämpfe ich wahrscheinlich gegen den wieder neue und so weiter. Und ja, da meine Heilung ja auch sehr begrenzt ist und es da keine kostenlose Heilquelle gibt, ist das natürlich auch ein bisschen problematisch. Das heißt, in dem Fall, also wenn es denn so ist, dann würde ich das auf jeden Fall so machen, dass zumindest in dem Gebiet die ganzen Gegner nicht mehr respawnen können. Also dass da wirklich dann so ist, wenn man einen von diesen Zornklingen besiegt hat, dass sie dann auch tot bleiben. Ne? Damit man dann quasi, ja, sag ich mal, die Map verlassen kann, meinetwegen sich heilen und speichern kann und dann wieder rausgeht, ohne dass diese Truppe, die man bereits besiegt hat, dann wieder neu respawnt. Damit man eben auch weiß, gegen welche man schon kämpft und welche nicht. Ne? Weil, wie gesagt, wenn das tatsächlich so ist, dass man ja, gegen jeden kämpfen muss und dann, ja, quasi, wenn man jeden einzelnen Truppe besiegt hat, erst an ihre ganzen Items rankommt, ja, dann ist das natürlich ein bisschen schwierig, ne? Wenn man immer wieder da die Map verlässt, beziehungsweise verlassen muss, im Prinzip, weil man ja jetzt nicht so gut ausgerüstet ist und die Ressourcen knapp sind. Ja, und dadurch weiß man dann eben nicht, gegen wen man gekämpft hat und gegen wen noch nicht, und dann, ja, sitzt man da so ein bisschen auf dem Schlauch. Ne, also wie gesagt, da würde ich dann unbedingt noch irgendwie was machen. Ja, aber wie gesagt, wenn es dann soweit eine gefixte Version gibt davon, dann würde ich auch sehr gerne natürlich, ja, dieses Spiel weiterspielen, ne? Aber so viel erstmal als Zwischenfazit meinerseits. Und ja, was ich dann als nächstes für ein Projekt in Angriff nehme, kann ich jetzt zu dem Zeitpunkt noch nicht sagen. Aber ja, lasst euch einfach überraschen. Ich lasse mich auch überraschen. Ja, und dann sehen wir uns bei meinem nächsten Video, was auch immer das sein wird, wieder. So, und bis es soweit ist, würde ich wie immer sagen, macht's gut, euer Bärenbruder.